Moin moin Leute und ein ganz ganz liebes herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen gemeinsamen Projekt Let's Play Albion. Oh, wir haben Bero gerettet, wir haben Drinno überlebt, wir haben das Stärkungsamulett endlich bekommen, hier. Und damit werden wir jetzt mal Richtung Tarnos reisen. Zu Tarnos Richtung Kluta reisen. Ja. Ich weiß gar nicht, brauchen wir hier noch? Nee, ich glaube, wir brauchen hier auch gar nichts, ne? Wir können uns jetzt einfach mal nach hier orientieren. Moment, was ist da denn? Als die Gruppe sich Richtung Kluta wendet, bleibt Melthas zurück. Tom hört das hastige Kritzeln von Stift auf Papier. Die Gefährten wenden sich um und schon kommt Melthas ihnen mit dem ein Zettel wedelnd entgegengeeilt. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Abschied von Nemos. Wir sollten ihn noch einmal sprechen. Ich glaube, er hat noch Sorgen, von denen er uns nicht erzählen wollte. Nun gut, Melthas, wir werden noch einmal mit Nemos sprechen. Was könnte denn das noch? Naja, aber ich meine, Melthas kennt natürlich den Nemos auch schon sehr, sehr viel länger und sehr, sehr viel besser als wir. Da merkt man ja manchmal, wenn jemand noch so ein bisschen was auf dem Herzen hat. Andererseits, vielleicht will er ja auch gar nicht angesprochen werden auf seine Sorgen, was auch immer das sein könnte. Aber wir können ja mal ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz lieb nachfragen. Und wenn wir dann merken, oh, er will da nicht so gern drüber reden, dann lassen wir das auch. Dann bohren wir nicht nach. Nee, nee, nee. Leute, niemals bohren. Bohrt nicht. Also Löcher schon, aber nicht in Menschen. So. Ich glaube, das Büro war hier, ne? Nee. Da bin ich jetzt instinktiv Richtung Drinno gedörbt. Nemos hatte sein Büro auf der ersten, also auf dem ersten Untergeschoss, richtig, so war das auch. So. Hier war das nämlich. Ach, da ist er. Ja, guckt mal, der läuft auch schon so sorgenvoll hier hinter seinem Regal durch die Gegend. Na. Nun, Nemos, wir hatten das Gefühl, vielleicht gibt es noch irgendetwas, was ihr... Melthas meinte da... Der alte Druide seufzt. Melthas ist ein kluger Beobachter. Ja, ich bin besorgt über die Dämonen in Drinno. Eine solche Anzahl an Anmide, ihr nennt sie Tierdämonen, könnte eine ernste Gefahr für die Schule und das Land bedeuten. Meinen Druiden steckt der Schreck über das Verschwinden Beros noch tief in den Knochen. Zudem sind einige gerade nach Abalon gereist, um eine rätselhafte Baumkrankheit zu bekämpfen. Ariano ist nicht bei voller Stärke. Ein Angriff könnte uns schwer treffen. Melthas, ich verlange viel, doch um Danus Willen, lass dich von Octero in der geheimen Magie der Dämonenaustreibung unterrichten. Stärke deinen Geist und dann steig erneut hinab mit deinen Freunden nach Drinno. Melthas schluckte ein bisschen, aber dann nickt er und wir stimmen natürlich zu. Dann wollen wir mal sehen. Hatte Melthas den Spruch nicht schon gelernt? Ich weiß es gerade gar nicht. Dämon vertreiben. Jawohl, aber er kann den noch fast überhaupt nicht. Also die Fähigkeit, die ist noch nicht. Also er ist ein brillanter Heiler inzwischen. Aber daran hat er sich noch nicht versucht. Gut, Leute, das werden wir so machen, dass ich jetzt ein bisschen durchs Land ziehe. Und sehe, wo Melthas vielleicht an harmloseren Zielen seinen Spruch üben kann. Bei der Gelegenheit trainieren wir auch noch ein bisschen. Und sobald wir uns stark genug fühlen, den zahlreichen Dämonen da unten entgegenzutreten, bin ich wieder da. Dann sehen wir uns in Drinno. Und ihr drückt mir ganz lieb die Daumen. Also ihr drückt unserer Gruppe vor allem ganz lieb die Daumen, dass das klappt. Also, bis denn. So Leute, und da sind wir wieder. Für unsere Helden sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, die sie in der unwirtlichen Wildnis Gratogils verbracht haben. Und Melthas ist da zu einem ziemlichen Experten im Bereich Dämonenaustreibung geworden. Das Erstaunliche war, dass er seinen Zauber an den Varniaks und an den Krondirs der Umgebung ausprobieren konnte und trainieren konnte, obwohl das gar keine Dämonen sind.
Das war zunächst mal ein kleiner Schreck für unsere Leute, denn was heißt das? Das heißt doch, dass die irgendwelchen dämonischen Einflüssen ausgesetzt waren, dass vielleicht der verderbliche Einfluss der Dämonen von hier unten sich schon bis ins Land ausgebreitet hat. Naja, aber wir jedenfalls haben jetzt die Fähigkeit, Dämonen auszutreiben, und auch wenn das keine Dämonen sind, haben sich unsere Leute gerade grimmig angenickt und beschlossen, Drinno von allen Gefahren zu säubern, denen sie sich gewachsen fühlen, also auch diesen Varniaks hier. So, zack. Na, kommt her. Na, dann kommen wir eben zu euch. Oh ja, das sind doch wieder ein paar. Sehr schön. Nach einem erbitterten Kampf gegen jetzt 13 von den ekelhaften Flugviechern haben wir diesen Raum auch gesäubert und finden hier immerhin ein Rundschild. Ich glaube, der Rundschild, der brachte doch bei Vinion ganz gut Gold noch ein. Und ein paar Oller Stiefel, na, die lassen wir mal hier rumliegen. Alles klar. Sonst ist hier auch weiter nichts. Warum steht das denn da? Dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Ja, unsere Leute sind etwas unentschlossen, merkt ihr das? Das sind pro... Das sieht jedenfalls so aus, als wären das jeweils zwei von diesen Tierdämonen. Wir haben ja schon einige von denen besiegt und Meltas ist jetzt ein sehr, sehr mächtiger Gegner für Dämonen. Andererseits sind die hier sicher hinter dem roten Glas und weiter unten auf der Ebene. Da rennen welche frei durch die Gegend, also vielleicht kümmern wir uns erstmal um die und gucken dann später nochmal hier vorbei. Falls ich die Stelle finde, wo es weiterging. Achso, das war da. Wir müssen ja unser Glück nicht herausfordern. Das ist ja nicht nötig. So, ach ja, gut. Richtig. Hier gingen wir lang. Da trat Dre auf die Platte. Das macht er jetzt einfach nicht nochmal. Und wir schauen einmal hier hin. Ja, hier war auch noch... Da ist noch eine geschlossene Tür. Tür. Und... Hier waren wir auch noch gar nicht? Oh. Oho. Ohohoho. Wie kam man noch gleich dahin? Also ich möchte jetzt nicht auf die Platte treten. Nee, wir können, glaube ich, hier auf der gegenüberliegenden Seite durch das Tor durch, ne? Und uns dann an den Flammen hier vorbei schleusen. Wir können die auch auspinkeln. Mit einmal Wasser ausmachen, meine ich. Aber wir kommen ja auch so dran vorbei. Und jetzt sind wir... Genau, jetzt sind wir auch hier. Und, gucken wir uns das mal eben an. Waren da auch noch Dämonen? Ich glaube doch, oder? Alles voll hier mit Dämonen. Mensch, Mensch, ich muss aber auch sagen, die Druiden, die sind hier so ein bisschen... Bisschen auch so sorglose Heinis, ne? Dass die einfach mal so locker unter sich... da gibt es so alte Bereiche, da wird schon nichts sein. Wir kümmern uns da ein andermal drum. Dann sieht man ja, was dabei rauskommt. Ah, wir können die hier auch nötigenfalls wieder einsperren, wenn wir das wollen. Ja, kommt doch mal her, Leute. Hab doch keine Angst. Du bist doch die Angst. Du musst doch keine Angst vor uns haben. Nein, das musst du gar nicht. So, ein Angriff von Varniaks. Alles klar. Ja, aber auch die hatten überhaupt gar keinen Schneid gegen uns. So, da ist die Furcht. Die haben wir jetzt... Ich glaube, den haben wir so richtig hier in den Block rein eingeschlossen, ne? Ja, komm her. So, du machst uns nämlich überhaupt keine Angst. Meltas murmelt ein paar unverständliche alte keltische Worte. Ja, und dann war es das auch mit der Furcht. Aber wir müssen Drill mal eben verarzten. Wir haben aber noch ein paar Heiltränke dabei. Ich habe jetzt gar nicht mehr gekauft. Na, das wird schon passen. Ich glaube doch. So, kommt her, ihr Varniaks. Wir haben keine Angst vor euch. Und auch die Varniaks haben unsere Leute in die Flucht geschlagen. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier hinter haben. Da ist ein verschlossenes Gitter. Was haben wir hier? Hier haben wir Hebel. Ja, die betätigen wir mal. Hebel, Hebel.
Hebel. Da ist es aufgegangen. Wir kommen jetzt hier hinter in diesen Bereich. Ah ja, okay. Der ist wahrscheinlich hiermit auch verbunden, ne? Was ist das da für eine geschlossene Tür? Das interessiert mich ja gleich auch nochmal. So, hier ist eine grüne Wand, durch die wir da reingucken können in den nördlichen Raum. Und hier ist noch eine grüne Wand und dahinter ist so ein funkelndes Energiefeld. Wir wissen ja inzwischen auch, wie man die wegkriegen kann. Wir haben nur, glaube ich, keinen mehr von diesen Funkelstäben, ne? Diesen Entladungsstäben. Nee, haben wir gar nicht. Ja. Wir haben das hier vollständig einsehen können. Hier scheinen sich keine weiteren Gefahren zu verbergen. Jedenfalls sagt das Monsterauge uns nichts. Und ich habe da jetzt auch keine Truhe oder sowas gesehen. Insofern müssen wir vielleicht nicht wagen, da einmal durch dieses Energiefeld da uns durchzuquälen. Wir wissen auch gar nicht, wie tödlich das ist eigentlich, ne? Ja, und was ist das hier für eine Tür? Die kann man öffnen. Dann sind wir hier in so einem Raum. Mit einem Brunnen. Ach, hier wäre auch noch ein Brunnen gewesen. Oder ist hier noch, aber hier hätten wir auch einen nutzen können. Und hier ist eine Truhe. Mit nichts drin. Mit nichts drin. Eine Truhe mit nichts drin. Ja, okay. Muss ja auch nicht immer. Muss ja nicht immer drin, was drin sein in so einer Truhe. Ja, okay. Ich schätze, dann war es das hier auch schon für uns. Na, was heißt schon, wir haben einige Insekten geklatscht und einen Furchtdämon gebannt. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt gewesen. Ja, ja, ja. Und hier haben wir nichts. Nee, hier haben wir nichts. Ich muss da vorne lang. So. So. Und hier wieder hoch. Ja, sehr schön. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den Ausgang. Wieder zurück auf die, oder ja, wieder zurück. Wir waren ja schon mal da, das stimmt schon. Auf die nächste tiefere Ebene. Hier. So, mal kurz orientieren. Hier müssen wir jetzt. Müssen wir dahin? Nee, hier. Hier war dieses Gebiet mit den unglaublich vielen verschiedenen Monstern, die uns da verfolgt haben. Hier rum, da lang. Ach, das ist wieder das mit dem Feuerball hier. Da rum, da lang. Vielleicht können wir hier. Hier kamen ja auch die Tierdämonen raus. Vielleicht können wir hier in dem Raum ein bisschen ausruhen, bevor wir uns dann gleich wieder in die Schlacht stürzen. So, Feuerball. Feuerball. Feuerball, Feuerball. Und hier rüber. Und Feuerball. Und hier rüber. Und Feuerball. Ah, das war nur einer. Manchmal kommen ja auch zwei daraus. Feuerball, Feuerball, genau. Und hier rüber. Und Feuerball. Ah, da sehe ich doch schon wieder den nächsten hier, aber der lässt sich ein bisschen Zeit. Feuerball. Und hier rüber. Alles klar, sehr gut. Das hätten wir schon mal geschafft. Dann gehen wir hier nach Süden. Richtig, hier war das mit den Schaltern. Ach, eigentlich, also, wenn man die Rätsel erstmal all gelöst hat und so, ist es gar nicht mehr so schlimm hier unten, ne? Oh, das war ein Sira-Moment bei mir, glaube ich. So, wir suchen uns hier eine Ecke. Hier, die ist schön. Ne, Sira, die ist, naja, sind auch immer noch ein bisschen knurrig. Wir rasten und niemand hat uns angegriffen, das finde ich sehr gut. Wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Licht, glaube ich. Ja. Und, wir schauen uns jetzt an, was genau hier auf uns wartet. Und ob überhaupt irgendwas wartet. Oder vielleicht sind die Wände ja auch wieder hochgegangen, nachdem die uns nicht erwischt haben. Hier entlang. Wir bewegen uns ganz vorsichtig, Schrittchen für Schrittchen vorwärts. Kann man das hier eigentlich wieder runterlassen? Das kann man. Ach Leute, das hätte man auch gekonnt.
So. Hier sagt uns das Monsterauge irgendetwas. Ja, da ist schon Furchtdämon. Ja, kommt ihr erstmal durch. Ist doch gut. Das sind die Furcht 2, die Furcht 3. Oh, das sind fortgeschrittene Dämonen, Leute. Oh, ob wir die vertreiben können? Mal gucken. Ja, das funktioniert. Das funktioniert, das finde ich sehr gut. So, Rainer ist, glaube ich, in Panik. Ja, die zaubert einen kleinen Feuerball, das ist mäßig schlimm. Ach, wie gut. Oh, Meltas. Aber auch gut, dass Octero so ein guter Lehrmeister ist. Dass der uns gleich diesen sehr, sehr komplizierten Zauberspruch hat beibringen können. Würde gerne das jetzt erstmal schließen. Und mal eben sehen. Also da sind jetzt Tierdämonen. Wir können leider nicht absehen, wie viele das sind. Ich schätze, das könnte auch eine Gruppe jeweils sein. Können wir schon wieder. Nee, niemand fühlt sich bereits wieder müde. Ah, wir können auch nicht warten hier in dieser 3D-Umgebung. Ja. Ich möchte eigentlich mit Meltas mit vollen Zauberspruchpunkten oder möglichst mehr Zauberspruchpunkten da reingehen. Dann warte ich mal eben in Echtzeit, trinke ein Glas, einen Becher Tee und bis gleich. So Leute, da sind wir auch zurück. Unsere Gruppe hat sich ein bisschen erholt. Meltas hat seine geistige Kraft aufgefrischt und wir gucken mal, was uns hier hinterher erwartet. Da kommen sie. Da kommen sie auch schon. Die Tierdämonen. So. Ja, kommt ruhig um die Ecke, Jungs. Ihr müsst euch gar nicht genieren. Hallo? Wisst ihr was? Ich glaube, ich will mal eben kurz nur für diese Sache die Formation so ein bisschen ändern, dass Meltas ein bisschen geschützter steht. Ich glaube, das ist mir ganz lieb. Denn auf ihn kommt es ja letztlich auch jetzt an. Ja, jetzt sind die beide gefangen. Ich würde die Gruppen gerne separieren, wisst ihr, dass ich erstmal gegen die eine kämpfen kann und dann gegen die andere. Ah, ich glaube, das gelingt aber nicht. Ja, ihr dürft euch ruhig da rausbewegen, das ist schon erlaubt. Oh. Ja, kommt auf in den Kampf. Oh! Tier 2, Tier 3. Das ist natürlich viel. Na, Meltas, da musst du dich jetzt ganz, ganz kräftig konzentrieren. Oh. Ja. Ja, das ist gut. Der zweite ist da auch nach rechts in die Ecke gegangen. Da ist er für uns schlechter zugänglich. Ich kann nur hoffen, dass Sira das überlebt. Oh, Sira, nein! Ja, natürlich. Also, Meltas Stufe 12 ist auch. Das ist richtig gut für uns. Aber ich glaube, wir können es jetzt nicht sofort wieder mit dem zweiten da aufnehmen. Wir müssen erstmal jetzt unsere Wunden verarzten. Auch gerade die von Sira. So, kleine Katze, komm wieder auf die Beine. Und Meltas hat wieder keinen. Es gab leider keine Zaubertränke mehr zu kaufen bei Vinion oder so. Wir machen das nochmal so. Nochmal bis gleich. Und auf ein neues. Der müsste ja hier noch rumlaufen. Jetzt, oh, hier laufen jetzt noch viel mehr rum. Heieieiei. Wo kommt ihr denn her? Ihr wart doch eben noch ein Tierdämon. Na gut, aber Warniaks sind nicht ganz so schlimm. Sag ich jetzt noch. Ach, während wir hier so kämpfen, Leute, hier ist ein richtig schöner, kalter, sonniger Wintertag heute. Vielleicht sage ich das auch nur so enthusiastisch, weil ich heute nicht raus muss und einfach hier drin sitzen kann und das ein bisschen, den Anblick ein bisschen genießen kann. Ich meine, ich habe keine schöne Aussicht hier, das kann man nun wirklich nicht sagen. Ich gucke hier so auf ein paar kahle Bäume an der Straße und so die Häuser gegenüber. In meiner letzten Wohnung, da konnte ich so richtig schön ins Land gucken. Das war ein bisschen schöner, aber. Ach, da drüben, da spiegelt sich so die Sonne auf so einem Schrägfenster auf dem Dach. Das hat auch was für sich. Und ich genieße das sehr. Wenn die Natur so sich ein bisschen verlangsamt, das hat auch so was Gemütliches irgendwie, ne? Dann trinke ich auch noch mehr Tee als sowieso. Ich bin auch so ein Teepink, ne? Eieieiei. Vielleicht greift sie trotzdem hier den Warniak 3 an. Ja, das ist doch gut.
Die sind jetzt ein bisschen hier, haben sich weit nach hinten gewagt. Aber das macht unseren Leuten gar nichts. Sira ist hart im Nehmen. Inzwischen jedenfalls, ne? Sie ist gar nicht mehr so dieses weinerliche. Gar nicht mehr dieses weinerliche Mädchen vom Anfang. Was ist mit Tom? Tom ist in Panik, Tom ist in Panik. Ja, aber du kannst nirgendwo hin, Junge. Ja, das ist Mist. Wir versuchen es mal so. Kannst du dich mal bitte dahin bewegen? Geht das? Oh, Sira kriegt hier immer weiter auf den 12. Ja, das kann er. Sehr gut. Dann kann Drill sich nämlich hier nach rechts bewegen. Und wir reichen Sira mal einen freundlichen Heiltrank rüber. Da kann sie hier die Sticheleien von dem Baniak 1 noch ein bisschen länger aushalten. Können hoffen, dass der jetzt nicht sich Meltas aussucht, weil der schon so schön... doch natürlich. Doch natürlich. Nee, das hätte auch sonst keinen Spaß gemacht, das ist auch richtig. Eieieiei. Ja, ich sollte das am Anfang nicht sagen, ne? Sind nur Warnier, es ist nicht so schlimm. Und die Sky-Lederkappe ist gebrochen bei Sira. Naja, vielleicht kann ja dieser Meister Umacho-Schmied sowas trotzdem reparieren. Das wäre ja eigentlich ganz schön. So. Das sind jedenfalls Sachen, die können wir Vinion wieder andrehen. So, ich mache hier erstmal die Schotten dicht. Dass wir uns in Ruhe um Meltas kümmern können. Dem flößen wir hier ein bisschen was von dem Heiltrank ein. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Was hast du noch? Du bist auch vergiftet. Das ist kein Problem. Plung, 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 plung. Das ist zum Glück gar kein Problem. So. Ups. Hallo. Hallo, Herr Dämon. Na? Sind Sie gut drauf? Eieieiei. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob da hinten im Gang, ob da noch mehr Dämonen rumchillen. Das wäre ja unangenehm. 160 Erfahrungspunkte sind natürlich sehr, sehr viel. Hier drüben ist aber gerade nichts, nee. Hui. Gut, dass wir noch so ein paar Heiltränke dabei haben. Ja, Mensch, das ist echt eine ziemlich harte Nuss, die Nemos uns hier noch mitgegeben hat als Mission, ne? So, was kommt da noch? Da kommen nochmal so Tierdämonen. Das wird ja nur nochmal so eine Gruppe von Zweier- und Dreier-Tierdämonen sein. Und höre ich da auch noch Varniaks? Oder sehe ich hier sogar noch welche? Haben die sich jetzt da drüben in den Raum vielleicht verkrochen? Hier in unseren Rastraum? Nee, ne? Wir sind leider noch nicht wieder müde genug. Das finde ich ist eigentlich... Also, es ist natürlich auch ein sehr nerviges Feature in dem Spiel, aber es ist auch sehr, sehr realistisch, dass man nicht einfach immer rasten kann, wenn man das jetzt gerade braucht, wegen der Mana-Punkte oder so, sondern dass man auch darauf achten muss, dass genügend Ingame-Zeit vergangen ist, damit unsere Leute überhaupt so müde sind, dass sie wieder rasten können. Und das ist eine normale Wand, das ist gar nichts Besonderes. Dachte ich gerade so, ob man sich da auch durchgraben kann. Andererseits, wo landen wir dann? Dann landen wir da, wo wir... gar nicht landen wollen, weil wir ganz froh sind, dass es nur diesen einen Durchgang hier gibt. Also, wenn da nochmal mindestens einmal so eine Tiergruppe ist, dann brauchen wir Meltas. Bei allerbester Gesundheit am besten. Ja, dann rasten wir nochmal. Kein Problem, bis gleich. Sehr schön. Dann haben wir uns wieder kräftig erholt. Da kommen die Tiere an. Ja, dann... lassen wir die mal kommen. Und gleich wieder zu. Das ist wieder so eine Zweiergruppe hier. Vielleicht, wenn Sira sich hierhin bewegt. Vielleicht kann... Ah, da könnten wir auch Rainer hinstellen eigentlich. Ja. Wahrscheinlich, wenn wir gleich die letzte Gruppe besiegt haben, dann habe ich mal so die optimale Taktik. War das so eine Art kritischer Treffer? Denn das ging ja plötzlich schnell hier. Oh je. Die hauen rein wie nix, ne? Da wächst echt überhaupt kein Gras mehr, wo die sind. Achso, das ist von der anderen Seite der Wand. Könnten wir nochmal vielleicht, Tränke? Eine Runde Tränke schmeißen, Rainer? So. Ja,
die schwinden natürlich auch wie Alkohol an der frischen Luft. Also auch ohne, dass ich da meinen Schnabel reinhalte, meine ich. Was ist hier jetzt noch? Also es sind hier natürlich noch Monster. Vielleicht, wenn wir uns mal hier hinstellen, dass sie unsere Witterung aufnehmen können. Und jetzt mal hier rüber gehen. Dass wir dann was sehen. Nee, wir sehen gar nichts. Wir sehen überhaupt nichts, Leute. Wir müssen... Wir müssen einfach ins kalte Wasser springen. So, was kommt hier jetzt aus der Dunkelheit? Nichts? Das glaube ich noch nicht. Das summt und brummt doch hier an allen Ecken. Na, also habe ich euch doch gehört, ihr blöden Viecher. Oh, und da habe ich, glaube ich, auch nochmal Augen von der Furcht blitzen sehen. Das ist natürlich nicht so gut, weil wir mit Melthas gerade nicht ausgeruht sind. Das war ja ein ganz schön verlustreicher Fight hier. Und da ist noch mindestens eine Gruppe Vaniaks und eine Gruppe Furchtdämonen. Boah, für die müssen wir nochmal pennen. Also Leute, wer auch immer hier sich die Mühe gemacht hat, diese ganzen Viecher da einzusperren, dem kann man jedenfalls nicht nachsagen, dass der faul gewesen wäre, ne? Denn das ist doch eine ganz, ganz schöne Schinderei. Stelle ich mir jedenfalls vor, so viele Vaniaks einzufangen und so viele Dämonen zu beschwören. Und habe ich gerade Mitleid mit dem, oder Mitgefühl mit dem Typen, der uns hier so viel... nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken, das ist ein typischer Ping. Ich glaube, Fuchsen würde jetzt sowas sagen wie, Ping, ja, aber nee. Hat er ja auch recht mit. So, ich spiele mal ein bisschen safe. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dass wir nicht riskieren, dass jetzt wieder irgendjemand durchdreht. Oder von den größeren Stacheln hier irgendwelche Ausrüstungsgegenstände dann doch noch kaputt gehen oder so. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und Sirat, Stufe 15 erreicht. Und das, obwohl sie in Panik geraten war, Leute. Das finde ich ziemlich gut. Ach, die hatten wir hier hintergelockt. Ja, manchmal passe ich auch auf, was ich hier mache. So ganz selten mal. So, vielleicht kann sie sich mal ein bisschen hochheilen hier. Ob sie die Körner isst? So. Alles klar. Und jetzt hatte ich doch hier noch irgendwo Furchtdämonen gesehen, oder? Oder was war... Oh. Die bewegen sich gerade gar nicht. Vielleicht bewegen wir uns mal hier so ein bisschen und gucken uns das mal an. Und wir sehen, dass hier gerumpelt ist und eine Kiste. Und hier habe ich, ach, ganz lieben Gruß an dieser Stelle an Geobacter, der mir den Tipp gegeben hat, dass man erstmal auch einfach Reiners Wurstfinger da reinstopfen kann, um mal zu gucken, ob er es vielleicht schafft. Das Schloss auch ohne Dietrich-Verbrauch zu knacken. Und tatsächlich. Oh, Leute, guckt euch das an. 450 Gold. Richtig, richtig große Edelsteine. Oh, da kriegt euer Ping aber gerade ganz, ganz große Vogelaugen. Oi. Und ein Artefakt, das Luchs Dolch heißt. Angeblich Schaden 12, Schutz 4 macht. Das müssen wir erstmal gleich... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber ich mochte ihn eigentlich so. Torko? War das Torko? Dem wir das gleich erstmal zeigen müssen. So, fangen die jetzt an sich zu bewegen? Nee, da drüben leuchten immer noch einfach so Äugelchen im Dunkelchen. Gut, das war es auch hier anscheinend an Loot. Aber was heißt das war's? Das ist ja richtig viel. Da drüben ist angeblich auch noch eine offene Kiste. Leute, ich muss mal kurz freigespeichern. So. Feige. Euer Feiguin. So. Kann ich vielleicht so ganz freundlich an euch vorbei und mir einfach mal so sagen, da ist auch eine Truhe und ihr tut mir gar nichts und da ist auch so ein bisschen Gerümpel und
Ihr tut mir wirklich nichts. Aber die Truhe kann ich auch gar nicht öffnen. Na, okay. Ob die angreifen, wenn ich da reinrenne? Ja, ach, kommt Leute, Geronimo. Tatsächlich. Ich hatte jetzt kurz gehofft, das seien bloß irgendwelche Bitmaps, die da in der Landschaft chillen. Das war aber dann doch kurz nicht der Fall. So, jetzt hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass er Sira angreift und nicht Meltas. Ja. Das hat er schon mal gemacht. Das ist ja ganz gut. Reinhard Stufe 15 erreicht Meltas Stufe 13 und ein Angriff gleich hinterher. Die Furcht, die Furcht, die Furcht. Mhm. Und wir haben Sira nicht dabei. Das ist jetzt echt schade. Und Meltas hat keine magische Energie mehr. Kannst du trotzdem noch mit Hilfe deiner Zauber, deiner Lebenskraft vielleicht? Ja, das kannst du. Dann wollen wir mal versuchen, hier Furcht 2 per Hand runter zu kloppen. Oh, nein. Und, die haben anscheinend gerochen, dass er sowas kann. Ja. Ja, ja. Mit Glück, 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 Glück. Glück? Warum zaubert ihr denn jetzt ständig irgendwelche Feuerbälle? Nein, hört auf damit! Ihr seid die Furcht, ihr müsst prahlen und Schreck und sowas machen. Lasst das. So. Jawohl, reicht jetzt auch mal. Wir rücken die Party vor. Tüdeltü. Und wir frischen Meltas Energie auf. Und der wird sich ja eher nicht bewegen, oder? Da können wir es mal wagen, hier gleich den Dämon zu vertreiben. Natürlich hat er sich bewegt. Nee, ist alles gut. Es ist sogar super. Ja, das hat jetzt Drill erwischt. Aber wir haben den Dämon vertrieben. Sehr gut. 166 Erfahrungspunkte für jeden Tormatstuhl. Ah, noch ein Angriff gleich hinterher. Ja, Leute, den werden wir jetzt aber nicht austragen. Da suchen wir unser Heil in der Flucht. Denn da möchte ich erstmal die anderen wieder dabei haben. Das finde ich kurz besser. Es ist tatsächlich dann auch nur noch diese Gruppe Vaniaks. So, Frumps. Achso, jetzt haben wir uns selber eingesperrt. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch nicht. Spiel, mach doch, was ich will, nicht was ich dir sage, dass du... Also, sowas hier. Alles klar. Das ist... Im Prinzip ist das alles sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass, wenn wir jetzt rasten, dass hier die beiden dann wieder auf die Beine kommen. Ah, niemand ist bereit. Ja, ja, das warte ich wieder ab. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir hier die letzte Vania-Gruppe klatschen, Leute. Bis gleich. So, sehr schön. Unsere Leute haben sich wieder erholt über Nacht. Haben wir eigentlich noch genug Proviant dabei? Ah, der schwindet auch. Hier die Trockenfrüchte und das Dörrfleisch aus Kluta und Avalon. Ah, jetzt bewegen sich die feinen Herren auch. Na. Ja, cool. Wir haben auch richtig viele Vania-Kugeln jetzt. Als Trophäen, die wir dann bei Vinion verkaufen. Und ich glaube, wir haben diesen Raum des Schreckens, des Todes und überhaupt geknackt. Leute, das freut mich gerade richtig. Man könnte jetzt natürlich sagen, ich hätte hier einen Bug oder einen Glitch ausgenutzt, weil die hier nur rumstanden. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir den Raum betreten hatten, da waren schon nur noch diese Gruppen hier übrig, die ich dann freiwillig angegriffen habe. Und von der einen bin ich einfach geflohen. Flucht ist ja immer ein legitimes Mittel in diesem Spiel. Ich glaube daher, dass wir eigentlich nicht wirklich einen Bug ausgenutzt haben. Das war halt ein bisschen lustig, sodass sie da rumstanden. Ja, ja, cool. Dann verschließe ich jetzt diesen Traum. Nicht den Traum. Ich verschließe doch keine Träume. Ich verschließe den Raum jetzt hier trotzdem mal. Und wir kehren zu Nemos zurück. Und erzählen ihm von unserem Erfolg, würde ich sagen. Nee, oder wir gucken nochmal einmal schnell hierhin, was da eigentlich ist. Vielleicht ist da auch nur eine Wand und die Karte hat das nicht richtig mitgezeichnet. Aber das will ich jetzt doch einmal sehen. Mhm. Da heißt es jetzt wieder Geschick-Doping. Bin ich ja immer nicht so. So, auf den Boden gucken. Und wenn ich jetzt den Weg noch wüsste, das wäre richtig imbar. Ja, warum im Konjunktiv sprechen, wenn es auch im Indikativ geht? Aber wir sind doch hier mal lang gegangen, oder nicht? Exit. Müssen doch hier mal lang gegangen sein. So, was ist hier?
Hier liegt noch hoch, ja. Das war kurz da, dann war es wieder weg. So, Rainer, versuch doch nochmal hier deine Wurstfinger reinzustecken. Oh je. Oh je, er ist vergiftet. Das ist ja fies. Dann versuchen wir es vielleicht doch lieber mit einem Dietrich. Amulett der Kraft. Ja, Leute. Also, wenn das nicht auch wieder irgendwas Verfluchtes ist, dann wird uns das auch richtig, richtig nützlich sein noch. Wie konnte ich denn das übersehen? Wahrscheinlich war ich so froh in der Folge, als wir dadurch sind da drüben in dem Raum, wo wir jetzt die ganzen Tiere und so uns zur Brust genommen haben, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Ja, genau. Und hier ist der Raum, wo wir Bero gefunden haben. Hier haben wir, glaube ich, auch nichts übrig gelassen. Das heißt, die einzigen Dämonen, die jetzt noch in Drinno existieren, unserer Kenntnis nach jedenfalls, sind diejenigen hinter den roten Wänden. Und das sind richtig viele Tierdämonen. Die wollen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt mal nicht anpacken. Aber das müssen wir auch gar nicht, denn die sind ja sicher. Also bis irgend so ein Drill kommt und auf die Platten tritt. Aber es ist ja nicht davon auszugehen. Ich denke, wir kehren gleich mal an die Oberfläche zurück und wir erzählen Nemos von unserem Erfolg. Also, bis gleich. Und da stehen wir wieder vor Nemos Büro. Der Gute läuft schon ganz aufgeregt hier drin hin und her. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen Sorgen um uns gemacht. Jedenfalls, als er uns sieht, kriegt er ganz, ganz große Augen. Ihr seid wieder zurück. Ja, Nemos, wir haben. Ich konnte gar nicht mehr, wie viel Dämonen vertrieben. Oder besser, Meltas hat das getan. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Meltas, weißt du noch? Aber Meltas schüttelt auch nur den Kopf und zuckt die Schultern. Nun, ihr habt der Schule einen großen Dienst erwiesen und ihr habt das Land beschützt. Bitte behaltet alles, was ihr unten in den Truhen gefunden habt, für eure weiteren Reisen. Lasst die Gegenstände untersuchen, verkauft die Edelsteine und seid euch meines Dankes gewiss. Möge der Segen Danus immer mit euch sein. Das finde ich richtig lieb von ihm. Also richtig großzügig. Er könnte ja auch sagen, vielen Dank und jetzt nehme ich noch die Gegenstände und hier habt ihr einen feuchten Händedruck. Aber das macht er nicht. So einer ist der Nemos nicht. Wir gehen mal hier zu dem guten Torko. Hieß er so? Ja, klar. Zu Torko, dem Meister des Wissens. Und wir zeigen ihm mal diese beiden Gegenstände, die wir gefunden haben. Und zwar war das zum einen, das war der Dolch von Luch. 45 Goldstücke. Das ist gut. Das heißt, er ist nicht verflucht. Und wir zeigen ihm auch dieses Amulett, das wir da gefunden haben. Das Amulett der Kraft für 27 Goldstücke. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal sehen, womit wir es hier zu tun haben. Schutz 1. LP Maximum Bonus 25, Attribut Bonus Stärke plus 50. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht so genau, ob Stärke möglicherweise den verursachten Schaden beeinflusst. Dann wäre das natürlich was für unseren Nahkämpfer Drill, der dadurch aber 10 Rüstungspunkte verlieren würde und auch eine ganze Menge Magieresistenz. Ich habe deswegen die Neigung, das Tom zu geben. Der wird dann auch unser Packesel bleiben. Und dieser Dolch von Luch mit Schaden 12, Schutz 4, den können wir ihm eigentlich auch geben. Dann verlieren wir zwar einen Schaden mit ihm. Oh, aber wir treffen auch viel besser, Leute. Wir treffen auch, weil das Nahkampf auch plus 15 gibt und Stärke nochmal plus 10. Könnte allerdings auch von Drill benutzt werden. Wie viel Schaden macht denn, nee, nicht von Sira. Nee. Wie viel Schaden macht noch gleich dieses große Iskai-Schwert? Das macht 13. Wir verlieren einen Schaden dauerhaft, kriegen Stärke und Nahkampf plus. Wir treffen jetzt fast immer mit Drill. Das machen wir, Leute. Das machen wir so. Das finde ich sehr, sehr gut. Und sollte sich der Schaden irgendwie noch mit der Stärke zusammentun, dann ist das sowieso noch eine gute Entscheidung hier. Ja, das ist ja mal cool. Und die Edelsteine, die verkaufen wir ja entweder hier an Vinion oder wir gucken mal, denn unserer Weiterreise steht ja jetzt tatsächlich gar nichts mehr im Wege. Bin sehr, sehr froh, dass wir nochmal in das Gewölbe von Drinno herabgestiegen sind.
Nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle an Geobacter, der den Anstoß gegeben hat zu dieser kleinen Sidequest, die wir jetzt für Nemos noch erledigt haben. Und jetzt wird es hier auch schon dunkel. Wir stellen uns hier wieder an unser kleines Weizenfeld und gucken dem Weizen beim Wachsen zu. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie lange die Folge effektiv ist, weil ich jetzt ja sehr vieles dann auch zusammenschneiden werde und so. Wahrscheinlich, bis ich damit fertig bin, ist es auch schon wieder abends, aber das mache ich gerne. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit eurem Ping und mit Tom und Rainer und mit Drill und Sira und Meltas. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann legen wir aber ganz sicher ab zu fernen Gestaden. Lasst es euch bis dahin nicht lang werden, lasst es euch gut gehen. Habt einen frohen und gesegneten Advent. Jetzt erstmal einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder alles, was auch immer gut für euch ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!